Stecker rein, Weihnachtsgefühle an. Ihn kennt jeder Bocholter. Schon seit Ende der 70er Jahre weist der Stern von Bocholt, der Firma Schares, Fremden und Bocholtern den Weg. Beinahe aber wäre das in diesem Jahr flach gefallen. Wir hatten letztes Jahr das Problem, dass uns die 15 Wattbieren tatsächlich ausgegangen sind und wir kurz vor dem Heiligen Abend noch ganz Bocholt und Umgebung abtelefoniert haben, weil wir eben Bieren brauchten. Und ja, dieses Jahr mussten wir uns dann was anderes einfallen lassen und entsprechend jetzt die LED-Beleuchtung. Die LED-Schläuche für den Stern mit seinem rund 50 Meter langen Schweif ließ die Firma Schares darum extra anfertigen. Rund 2500 Euro kostete der Spaß. Das aber dürfte sich wegen der deutlich stromsparenderen LED schon bald rechnen. Doch ob auch der neue Stern an Heiligabend leuchten würde, stand noch am Tag zuvor in den Sternen. Heute haben wir tatsächlich sorgenvoll nach draußen geguckt und auf das Wetter, aber Gott sei Dank die 35-jährige Tradition trotz Windes, wir werden den Stern aufhängen können. Passend zur Weihnachtsfeier der Schares-Mitarbeiter und für die Zuschauer von Bocholt TV daher schon mal eine kleine Kostprobe. Ab Heiligabend bis zum Dreikönigstag strahlt er dann wieder für alle. Der Stern von Bocholt.